Oh mein Gott, wenn der da drauf pinkelt, dann kriegt er den Stromschlag seines Lebens. Okay, der Rilli darf das auf jeden Fall nicht verwenden. Der ist nämlich so ein kleiner Bettnässer manchmal. Hallo, ich bin's, Kimlian. Und der kleine Pezi ist heute auch am Start. Ich weiß nicht, wie viel Bock er darauf gerade hat. Ja, doch. Aber das wird sich im Laufe des Videos weisen. Gechillt hat er auf jeden Fall schon auf den ganzen Kartons, die jetzt neben mir liegen. Denn du hast es im Titel schon gelesen. Wir testen heute die craziesten Amazon-Katzen-Gadgets und Spielzeuge und so weiter. Die letzten Videos mit meinen Katzen, wo wir Lifehacks und Spielzeuge und auch andere Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel, dass ich Rilli einen Tag lang behandelt habe wie ein Baby. Schaut mal, Leute, wie der danach greift. Wie so ein echtes Baby. Führen wir mein verrücktes Katzenfrauen-Dasein noch weiter. Wer mir auf Insta-Stories folgt, der weiß schon, dass ich insgesamt 3 Katzen habe. Pebbles, Pezi und Rilli, aka Baby. Mal sehen, was für verrückte Dinge in diesen Kartons jetzt bei uns angekommen sind. Hoppala. Rechtzeitig zum ersten Gadget ist Per jetzt gekommen. Es wird alles gut, mein Schatz. Hier auch gleich ein kleiner Disclaimer. Für alle, die keine Katzen haben, sind nämlich meistens die, die dann schreien, die arme Katze. Wenn meine Katzen, so wie jetzt, keinen Bock haben, dann lasse ich sie einfach gehen. Ich habe selber keine Lust, dass die dann handgreiflich werden. Solange man dazu nicht gezwungen wird und weggehen kann, ist alles fein, ne? Was ist jetzt in diesem Paket drinnen? Oh, Leute! Das sind so kleine Fische, die dann quasi zum Entertainment der Katzen in einer Wanne sein können und dann rumschwimmen. Und die Katzen können dann einfach so fischen und sich irgendwie beschäftigen. Verpackung ist ganz schlicht gehalten, sage ich mal. Aber die Fische sind ganz hübsch. Die sehen jetzt nicht super unhochwertig aus. Die Flosse hier hinten ist auch total geschmeidig. Ich kann es nicht erwarten, das jetzt im Wasser auszutesten. Abby, du erkundest schon. Ja, bis ich kam, dann lief sie fauchend davon. Schau mal, Schatzi. Oh mein Gott, schau. Er ist völlig irritiert. Das riecht auch nicht komisch oder so. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, das Video ist vorgedreht. Ich habe da mit Steve gedreht und man sieht an meinen blonden Haaren, das war noch bevor wir in Isolation mussten. Ja, schön alle drin bleiben und viel Spaß mit dem Video. Oh, jetzt geht's richtig ab auf einmal. Wie geil. Aber immer in so unregelmäßigen Abständen. Jetzt kommt der Jäger. Guckt euch das doch mal an. Bezi ist auch schon da, ganz aufgebracht. Nicht so wirklich approved, ha? Nee. Und bei dir? Bock auf Fisch? Ich glaube, das ist ein Nein. Das wurde hochgradigst abgelehnt von den Katzen. Damit wir keine Beschwerden kriegen, Pezi will gehen, es sei ihm gestattet. Weiter geht es mit Geschenk Nummer 2 für meine liebsten kleinen Flauschebälle. Oh Ken, stich dir bloß kein Auge aus hier. Frolicat Bolt ist ein automatisches Laserlicht, mit dem Sie stundenlang ohne Einsatz Ihrer Hände mit Ihrem Haustier spielen können. 2 Jahre Garantie. So ein bisschen erinnert mich das an einen Kegel beim Bowling. Schalten wir. Guck mal. Alter Schwede! Okay, was geht hier denn eigentlich ab? Der Gag ist, dass man da die Katzen auch beschäftigen kann, wenn man auf Urlaub oder so ist, dass man das dann einfach irgendwie denjenigen, der Katzen füttern kommt oder so, anmachen lässt. Die Pebbles kommt von selber wieder rein, die interessiert es jetzt plötzlich wieder. Siehst du diesen Punkt hier? Sie ist komplett überfordert damit, dass das Ding Geräusche macht. Boring. Wenn ich diesen Kegel nehme und näher zu ihm halt das Licht und mit ihm halt interagiere, dass der Punkt nicht so random durch die Gegend springt, dann macht es ihm halt einfach wirklich viel mehr Spaß. Interessiert mich nicht, oder? Ja, oh mein Gott! Fazit, es funktioniert sogar im Hellen. Wir hätten nicht mal alles abdunkeln müssen. Rilli geht total ab drauf. Päh? Kann man auch so aus der Reserve locken? Und Pezi hat das Gefühl irgendwie gar nicht wahrgenommen, den Strahl. Alles in allem würde ich sagen, so ein Handlaserpointer ist sinnvoller und wahrscheinlich auch günstiger. Aber wenn man beide Arme eingegipst hat und ich spielen kann, dann ist sowas auf jeden Fall ein ganz witziger Gag, der den Katzen auch Spaß macht. Sehr cool ist auch diese unglaublich süße Heizdecke. Sehr cool, dass es auch für Hundebesitzer interessant ist. Heißt, die Decke ist groß genug auch für einen Hund und vielleicht auch für den Besitzer. Spare, spare, spare. Hier steht auch, tauchen Sie dieses Hitzepad nicht in Wasser ein. Okay, gut, was ist dann, wenn das Tier aus dem Regen nach Hause kommt und sich auf die Heizdecke legen will, weil es eingefroren sich fühlt? Ich habe jetzt irgendwie an was anderes gedacht. Was denn? Dass sie aufmachen. Ah, ja stimmt, oh mein Gott, wenn der da drauf pinkelt, dann kriegt er den Stromschlag seines Lebens.
Okay, der Rilli darf das auf jeden Fall nicht verwenden. Der ist nämlich so ein kleiner Bettnässer manchmal. Das Material an sich ist auf jeden Fall ganz angenehm. Hier ist einfach so ein Plastik-Dingens drin. Ne? Powern wir das Ding mal ab. Es ist jetzt auf jeden Fall an. Und dann kann man hier, bis wie hoch kann man das denn? Oh mein Gott! 55 Grad, da brennt ihm ja der Hintern weg. 40 Grad, das ist ein bisschen wärmer als die eigene Körpertemperatur. Das sollte, glaube ich, okay sein. Was halten wir davon? Wird das akzeptiert als Geschenk? Man muss dazu sagen, die Pebbles kennt Heizdecken, weil ich habe eine im Bett. Und da liegt sie sehr gerne drauf. Also ich verstehe nicht, warum sie jetzt irgendwie so undankbar ist. Hallo! Es hat genug Geld gekostet, dass du es schätzen kannst. No! Mausi, schau mal, wie toll! Eine neue, tolle Heizdecke. Oh, und die ist auch schon ein bisschen warm. Wie er sich so unsicher hinlegt, noch so mit einem Bein in die Luft hinten. Du magst doch sowas. Das hat die gleiche Farbe von einem Karton. Und in Kartons legen sie sich auch gern rein. Und rechteckig ist es auch. Warum nimmt er das nicht an? They ask me how you are. You just have to say that you're fine. You're not really fine, but you just can't. A few moments later. Das ist doch toll. Das ist wie so ein kleiner fliegender Teppich, der dich von unten wärmt, ha? Huh? Rilli weiß es zu schätzen. Yes! Und die Pär da hinten scheint jetzt eifersüchtig zu sein. Hm? Pech gehabt. Ich hab's dir vorhin angeboten. Sind sowieso kleine Geschwister. Wenn einer was hat, was der andere nicht wollte und dem es aber gefällt, dann will er es zurückhaben. Das war ein Ja, glaube ich, von ihm. Kommen wir nun zu einem sehr weichen Paket. Oh mein Gott, der ist extra verschweißt. Was zur Hölle. Ich hoffe, der taugt das, wenn ich die Verpackung jetzt so beschädigen muss. Tada! Das ist der coolste Hoodie ever. Guck mal, ich sehe aus wie ein kleines Kätzchen. Hat die jetzt auch noch so Ohren auf der Kapuze dann? Oh, ja, wie cute. Das ist ja richtig süß. Da ist so ein Knopf, den muss ich jetzt aufmachen. Dann ist hier mein Kängurubeutel. Und der sieht schon ziemlich, ziemlich groß aus, muss man sagen. Schau mal. Statt so kommst du eine Etage tiefer und bist jetzt da. Ja, schau, wie es mag. Ja, wie glücklich schaut. Süß. Wir können alles jetzt zusammen machen. Wir können auch zusammen tanzen. Und wir können zusammen schaukeln. Oh, ich sehe mich jetzt schon als Mama. Ich werde den ganzen Tag mein Babylein bespaßen. Das könnte man hier auch reinpacken. Also für alle, die gerade schwanger sind. Also wenn das keine glückliche Katze ist, die ganz laut schnurrt, dann weiß ich auch nicht, Leute. Große Empfehlung. Der Pulli wird bei uns einziehen. Hey, was geht mit dir denn eigentlich? Nein, nein. Er entwendet hier einfach die Sachen. Unglaublich. Ohne vorher zu fragen. Keine Manieren, die Katzen. Ich hab die Licht erzogen. Next up packen wir zusammen dieses Baby hier aus. Ich sage es dir, das fühlt sich an wie Weihnachten. Nur, dass meine kleinen Babys beschenkt werden. Juhu. Das ist ganz schön voller solcher komischer Partikel. Das passt gar nicht zu meinem Look. Ich versuche ja heute expensive auszusehen. Okay. Das ist einfach so ein Verpackungspapier-Satterband, das einfach dabei war. Und ich habe das so recycelt als Kopfschmuck. We love a cheap princess. Ich struggle hier ziemlich beim Aufbau von diesem Ding. Das ist so wie so ein riesen fetter Pfeif. Au! Au! Es schlägt zurück. Ich wollte es nämlich gerade als gigantischen Pfeifenputzer bezeichnen. Ja, ja, das wolltest du nicht hören, gell? Schau mal, Schatzi. Oh, er geht schon durch direkt. Ja, bist du brav? Und er hat es einfach abgebaut. Wie er entsetzt. Guck, ich stelle ganz professionell die Szene nach. Und wie kommst du dazu, da jetzt stecken zu bleiben und nicht abzusteigen wieder? Flicken wir es wieder zusammen und hoffen, dass Pä es genauso annimmt. No. Schau mal, wie angenehm. No. Ja, nicht so ganz beliebt. Ich glaube, es ist auch gerade so ein bisschen verrückt, weil sie mehrere neue Sachen testen. Deshalb kann er sich nicht so ganz auf dieses Ding hier einlassen. Aber ich denke, das hat gutes Potenzial. Vor allem können die Katzen hier unten auch so ein bisschen das als Kratzbrett benutzen. Also wenn ich das mit einer Heißklebepistole oder so da vielleicht reingeklebt kriege, kann das funktionieren auf Dauer. Later. Während ich da die ganze Zeit plappere, schläft er im neuen Bogen. Also ich würde sagen, es ist ein Erfolg. Und wenn die anderen checken, dass man sich da oben reiben soll, dann werden sie es auch lieben. Next up haben wir dieses bisher riesigste von allen Geschenken. Oh mein Gott. Und das ist das Geilste von allen Sachen. Damit kannst du einfach deiner Katze beibringen, auf ein menschliches Klo zu gehen.
Ich habe auch unglaublich viele Bewertungen gelesen zu diesem Zeug, dass wirklich so gut wie alle Katzen gelernt haben, aufs menschliche Klo zu gehen durch dieses Training hier. Deshalb auch meine riesige Euphorie über diese Plastik-Klobrillen. Dinge, die Frauen glücklich machen 2020 oder zumindest Cat Ladies. Ich muss sagen, das erinnert mich von der Qualität her so richtig an diese guten alten 90er Jahre, als die Dinge noch aus besserer Qualität waren. Und das ist wichtig, denn meine liebe Pebbles wiegt ein bisschen mehr als die anderen beiden. Und ich will, dass das nicht einstürzt und sie dann im Klo hängt. Das Spannende ist, es gibt verschiedenste YouTuber, die diese Reise dokumentieren quasi, wie sie ihre Katze dazu gekriegt haben, nicht mehr aufs Katzenklo, sondern aufs menschliche Klo zu machen. Das Coole an der ganzen Sache ist ja, dass man sich, wenn die Katze das mal gelernt hat, für immer das Katzenstreu spart. Das geht ja auch ziemlich ins Geld. Das ganze System beginnt so, dass man erstmal die volle Schale nimmt und überall Katzenstreu draufpackt. Da soll man dann einfach die Katze reinsetzen und ihr das schmackhaft machen als neues Klo. Also ist ihm auf jeden Fall nicht unsympathisch, muss ich sagen. Musst du nicht zufällig gerade ein Geschäftchen verrichten? Vor ganz vielen Zuschauern? Nein, ich muss sagen, würde ich jetzt auch gerade nicht machen. Das wäre auf jeden Fall die erste Stage. Wenn sie da dann regelmäßig drauf gehen, kommt man zu Stage 2. Da ist dann schon ein kleines Loch drin. Man muss halt aufpassen bei dem Ganzen, weil soweit ich weiß, darf man Katzenstreu nicht ins Klo packen. Also man sollte das dann trotzdem beim Entsorgen in einen separaten Plastikbeutel packen. Da kann sie dann in der Mitte schon durchmachen und lernt, dass sie auf diesem Ring hier in das Wasser machen soll. Und last but not least kommt dann dieser dünne Reif hier zum Einsatz. Da soll man dann wirklich nur noch ganz, ganz wenig, ich sag gerade noch, das Katzenstreu sollte nicht ins Klo fallen. Da sollte dann nur noch ganz, ganz wenig Katzenstreu drin sein, dass es die Katze nur noch so dezent erinnert daran, dass da ja das Klo ist. Und wenn sie da dann auch schon reinmacht, dann kann man nach ein paar Wochen das Ding entfernen und die Katze macht tatsächlich in dieses Klo. Yay! Ich habe jetzt noch gleich eine Verlosung für dich und lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dich dieses Video gut unterhalten hat. Ich würde mich sehr freuen. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich, Pebbles, Pezi und Rini bedanken uns schon mal und kommentiere unbedingt mal unten, ob du ein Haustier hast und welches Haustier du hast. Das würde mich super interessieren. Ich freue mich auf den Austausch. Sonst kannst du jetzt natürlich auch gerne bei meiner Instagram-Beauty-Paket-Verlosung teilnehmen, wo du dieses Paket hier gewinnen kannst. Einfach indem du unter genau diesem Post auf meinem Account die Frage beantwortest, wie dein Haustier wiederum heißt oder wie es heißen würde, wenn du jetzt eines hättest, dann bist du automatisch im Rennen um dieses Paket. Ansonsten können wir uns natürlich auch gerne auf meinem Vlog-Kanal sehen, in meinem eigenen Online-Shop, wo ich meine Schmuckkollektion gelauncht habe, beziehungsweise dann einfach im nächsten Video. Bye!